Hallöchen zur nächsten Map-Vorstellung. Heute haben wir hier die der French Plain Version 1.0. Es soll da wohl auch schon auch noch eine zweite Version von der Karte kommen. Es ist ziemlich eine riesen Karte eigentlich, also schon eine richtig große Map. Beinhaltet 12 Verkaufsstellen, 247 hügelige Felder, 6 Grundstücke zum Bauen einer Farm. Genau. Es gibt dann auch noch eine benutzerfreie Beleuchtung, einen tieferen Blau des Himmels und dunklen Nächten und noch ein paar andere Sachen. Das steht aber alles auf der Download-CD auch schön dran. Das könnt ihr dann alles selber noch durchlesen. Wie gesagt, es gibt hier keinen Kuhstall oder sonst irgendwas. Das müsst ihr alles selber hinstellen, wenn ihr das wollt. Es gibt ja ein paar verschiedene Sachen. Es gibt auch Fabriken hier, Verkaufsbude gibt es auch einige. Felder von ganz klein. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel die 248. Na, die kostet 14.000. So klein ist das Feld aber auch wieder nicht. Aber ihr seht hier in verschiedenen Formen alles, wie es halt so normalerweise ist. Ne? Es ist nichts alles gerade. Klar, hier gibt es schon ein paar gerade Felder, aber ja. Gut. Würde ich sagen, wir fangen mal an hier. Hier ist der, ja, ich sage jetzt einfach mal der Starthof. Da stehen auch ein paar Fahrzeuge schon, die gucken uns auch gleich an. Die Map kommt in der Version 1.0, wie gesagt, gerade eben daher. Und man braucht nichts anderes außer die Map. Die Map selber hat eine Größe von immerhin 527 Megabyte. Der Download-Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Und fangen wir hier mal an. Hier gibt es eine Verkaufsstelle. Hier unten haben wir den Viehhandel. Noch eine Fabrik, weiß auch nicht, was es heißt, aber gut, das, ne, wer die Sprache lesen kann. Ne. Gibt noch ein paar Verkaufsstellen hier. Wir gucken uns nachher auch ein paar Sachen noch an, was hier zum Beispiel verarbeitet werden kann auf der Map. Ein paar Sachen kommen wir dann auch dran dann vorbei. Tankstelle haben wir hier. Hier haben wir den Händler verbaut. Hier oben noch eine Verkaufsstelle und hier noch eine Fabrik. Oder ja. Noch eine Fabrik, hier haben wir dann nochmal eine Verkaufsstelle, hier nochmal eine Fabrik, hier nochmal Fabrik und hier noch eine Verkaufsstelle und hier unten noch eine Verkaufsstelle und hier auch. Also ihr braucht ja schon diese Wege zum Fahren, also ja, also für kleine Fahrzeuge definitiv nichts, eher was für mittlere oder große Fahrzeuge hier auf jeden Fall. Dann habt ihr noch gewisse Wiesen, die könnt ihr hier wohl auch kaufen hier, ne? Hier die Felder hier, gibt es noch eine kleinere. Und sonst muss ich auch mal gucken, die 4, die 3, ja, und halt noch ein paar Stellen, wo man was bauen kann. Hier im Starthof kann man auch noch bauen, da gibt es auch ein bisschen Platz dafür, also ist das auch kein Problem dort. Was kosten die Felder? Ja, ihr seht unten die Preise, ich hoffe, ich kann euch das irgendwie, na, ich glaube, so sieht man es wahrscheinlich am besten, ne? Ihr seht selber, was die Felder hier kosten, ich denke, das ist vollkommen in Ordnung hier. Ein paar kleine sind halt ein bisschen günstiger. Wald hat es übrigens auch. Und ja. Ich denke, das ist alles okay soweit. Ne? Ja, was haben wir hier noch? Verkaufsstellen. Ihr seht hier, es gibt schon ein paar auf der Map. Könnt ihr aber nicht noch selber hinpflanzen, natürlich, wenn ihr das wollt, noch irgendwo. Ne? Und ja. Wie gesagt, ich denke auch das wilde Motto hier, dass man hier einfach auch selber was noch hinbaut. Fahrzeuge kommen wir gleich dazu. Tiere, wie gesagt, haben wir noch keine, wenn wir keine Stelle haben. Aufträge gibt es auch ein paar. Fabriken haben wir nicht nur keine gekauft. Genau. Fahrzeuge zum Start sind dann folgende hier am Start. Einen Kompakttraktor, mittelgroße Traktoren, ein Mähdrescher, den ich fast zu klein finde für die Map, ein Gabelstapler, ein Auto, ein Anhänger, ein Schneidewerk, eine Scheibenegge, eine Saattechnik, ein Düngestreuer und ein Gewicht. Genau. So, fangen wir mal an hier. Hier ist der Hof. Na, unterste Möglichkeiten. Hier haben wir noch eine Schranke und es geht auch hier teilweise echt gut hoch. Die Straßen, also ihr braucht hier schon ein bisschen Leistung. Hier haben wir auch jetzt ein kleineres Feld hier. Ne? Das ist jetzt nicht so groß. Von dem her, ja, gibt es auf der Map übrigens auch. Es gibt nicht bloß große Felder. Ne? Auch hier, dieses Feld ist nicht so klein, nicht so groß. Gehört euch auch zum Start. Und ihr habt dann natürlich noch Fläche zum was hinstellen. Ihr habt natürlich auch hier euren Stadtfuhrpark hier drin in der Halle.
Na, hier ein bisschen und hier drüben steht dann, wie gesagt, auch noch ein bisschen rum. Und genauso wie hier drüben auch. Ja, wie gesagt, hier habt ihr Platz, ihr habt da auch ein paar Felder, die euch jetzt hier nicht mehr gehören. Und ich denke, wenn ihr hier noch was machen wollt, dann habt ihr hier auf jeden Fall genügend Platz, noch was hinzustellen hier drüben. Da habt ihr genügend Möglichkeiten. Wenn das nicht reicht, könnt ihr ja hier weitermachen. Und wenn das auch noch nicht reicht, dann könnt ihr hier noch weitermachen. Ne? Die Möglichkeiten sind hier echt riesig. So, was die Wege angeht. Ne? Ihr habt solche Wege hier oder ihr habt auch solche Wege hier. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Luft hier, weil wir müssen hier ziemlich viele Strecken zurücklegen. In gewissen Teil werde ich euch hier zeigen, den Rest dürft ihr dann selber erforschen hier. Wie gesagt, hier geht die Straße auch hoch. Ja. Hat also schon was in sich, auch hier diese Steigungen hier. Ich denke, wenn ihr dann mit dem vollen Wagen irgendwo hinfahren wollt, da solltet ihr dann schon ein bisschen Leistung haben. Ja. Hier steht was von 10%. Gefälle, ob das jetzt hier richtig ist, so weiß ich natürlich nicht. Hier ist auch schon die Mapbremse erreicht, aber wir können hier noch weiter. Das Feld hier, das ist ja, glaube ich, so eins der großen hier. Hier drüben geht es dann weiter. Die ganzen Verkaufsstellen, dazwischen drin immer mal wieder Wege zum Fahren. Hier zum Beispiel jetzt eher nicht, da ist kein Weg vorhanden. Aber hier drüben haben wir dann noch eine Fläche. Die Sechserfläche, die könnt ihr dann verwenden zum Bauen, wenn ihr wollt. Na, sieht dann so aus. Da habt ihr auch recht viel Platz. Also, ich denke, von der Fläche her, da passen einige Sachen drauf. Wenn euch das da drüben nicht gefallen tut, hier könnt ihr euch dann austoben. Gegebenenfalls, upsala, könnt ihr auch noch hier diese Fläche hier. Wir gucken mal kurz noch rein, ob das jetzt eine oder zwei Flächen ist. Na, Momentchen. So, wo sind wir denn? Wir sind irgendwo hier oben, wenn ich das noch richtig weiß. Wir müssten irgendwie hier, glaube ich, sein. Ich finde jetzt uns wieder nicht ganz toll. Ja. Aber ja. Fakt ist, hier habt ihr auf jeden Fall Möglichkeit, was hinzustellen. Hier stehen noch ein paar Häuschen, aber die stören ja nicht weiter. Auch so ein paar alte Häuschen sind hier. Wir schweben jetzt einfach mal hier ein bisschen durch. Wald haben wir auf der Karte auch. Habe ich ja vorher schon bei der PTA-Übersicht ja schon gesagt. Waldstücke könnt ihr hier auch kaufen. Und ich denke, das könnte ich mir auch recht gut vorstellen. Die Map hier, wenn ich hier ein bisschen mit Autodrive bzw. CP oder mit dem Helfer hier arbeite, da kommen wir doch relativ weit, würde ich sagen. Könnte ich mir auch recht gut als Switch-Projekt vorstellen. Zumindest mal zum Anfang jetzt hier. So, weil sie ist eigentlich schon recht gut gemacht hier, wenn man hier so die Straßen und so, ne, ansieht. Wurde schon ein bisschen was gemacht dran. Also ist nicht einfach was hingeklatscht hier. Auch hier wieder so ein Weg, ne, der ist im Endeffekt ja auch schon die Jahre gekommen. Bisschen verwachsen mit Gras. Also von dem her, ja, gehen wir ein bisschen schneller hier rüber. Upsa. Ne? Wir müssen hoch hier. Hier auch noch was sehen. Sagt, sie ist schon ziemlich groß hier. Hier haben wir dann schon die ersten Gebäudeproduktionen hier. Das müsste eigentlich das Sägewerk sein. Na, man kennt es ja hier. Hier drüben geht es auch schon weiter. Na, ihr seht jetzt hier die Dimension, ist das schon relativ weit zum Fahren. Aber es ist ja egal. In der heutigen Zeit mit den ganzen Tools dürfte das ja hier eigentlich gar kein Problem darstellen. Hier noch eine kleine Ortschaft. Allerdings mit keinen Verkaufsstellen, zumindest nicht auf der Map zu sehen. Ja, und auch wieder so kleinere Felder, auch gerade Felder hier am Start. Oder dann halt auch hier dann dieses Riesenfeld hier drüben. Da habt ihr dann schon ein bisschen was zu arbeiten. Na, wir sind jetzt hier oben. Wir gehen jetzt hier mal runter. Da die nächste Produktion hier.
Für das, dass es so groß ist, ist es doch sehr, sehr grün und es sind nicht nur Straßen hingeklatscht worden, sondern es sind einfach auch mal diese Feldwege hingezeichnet worden. Ich sage einfach mal Zeichnen dazu, ne? Ich habe noch mal eine Verkaufsstelle hier. Aber als Singleplayer ist das natürlich wieder das andere. Das ist wahrscheinlich schon viel zu groß für einen Singleplayer hier. Ja. Aber dieses Hügelige und nicht so eben, das hat auch was. Zum Beispiel jetzt auch hier, man sieht es jetzt hier am Berg hoch hier. Das ist schon ziemlich krass. Muss man einfach mal so sagen. Auch hier durch den Wald durch. Hat seine Vorteile. So. Was haben wir hier noch Schönes? Hier noch kleinere Felder am Start. Na, ihr seht jetzt unten auf der kleinen PDA. Ihr müsst ja nicht hier jetzt mit großen Feldern arbeiten, aber hier würde ich tatsächlich, ich sogar, doch mit großen Feldern, also bisschen größeren Feldern arbeiten. Nicht jetzt mit Riesenfeldern, ne? Aber, ja. Und wenn dann jetzt auch noch eine zweite Version kommt, dann können wir ja wirklich gespannt sein drauf, was dann noch dran gemacht wird. Fakt ist, mir gefällt sie auf jeden Fall. Sie hat was. Hier noch meine Verkaufsstelle hier. Ne, hier kommt sie, genau. Bisschen die Produktion. Ne? Also von dem her. Oder hier auch solche, ich sage jetzt mal, so eine Baustelle von einem Windrad. Ne? Auch keine schlechte Idee, das in der Karte einzubauen. Hier. Ja, gut, dann würde ich sagen, gucken wir noch ein bisschen weiter, mal gucken, was wir noch angucken können. Wir können ja jetzt mal einfach mal hier zur, wenn es jetzt funktionieren würde. Ach ja, bin auf der falschen Ansicht. Hier zum Beispiel, hier haben wir dann noch eine kleine Ortschaft, ein paar Verkaufsstellen hier am Start. Hier noch ein, ja, ich sage jetzt einfach mal Campingplatz hier dazu. Was haben wir hier noch Schönes? Der dürfte der Fahrzeughändler sein. Ja, genau, Fahrzeughändler ist hier. Ein paar kleine Ortschaft hier noch. Ein paar Verkaufsstellen haben wir hier. Beziehungsweise Produktion hier. Gehen wir hier rüber noch ein bisschen. Ja, es ist einfach zu groß, um das ganze Ding hier mal abzufliegen, denke ich mir mal. Ne? Das könnt ihr dann auch selber mal erforschen hier. Und ja, ich denke, es war ein kleiner Eindruck hier schon mal von der Map. Ich bin mal gespannt auf die Version 2, was der Modder sich da noch überlegt. Und dann würde ich sagen, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ich fliege noch ein bisschen drauf rum. Noch ein paar einzelne Wege hier ab, zum Beispiel auch hier. Ne? Ich finde es einfach toll gemacht hier. Die kann man dann runter. Hier ist der See. Auch ein bisschen Deko verbaut hier. Was wahrscheinlich nicht ganz Standard ist, können wir vorstellen. Hier ist auch noch eine Insel. Und hier kann man dann auch noch rüberfahren. Auch eine kleine Brücke hier. Da kann man zur Not ja auch was hinstellen hier auf der Insel hier zum Beispiel. Ne? Wer jetzt hier einen Hof hinsetzen will, das ist auch keine schlechte Idee hier. Zum Beispiel so eine Art Inselhof. Wenn man natürlich dann doch weiterfahren will auf die Felder hier. Aber das muss ja jeder selber entscheiden, genau. Ja. Wie gesagt, das soll es dann mal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier auf der Map. Bis denne, macht's gut und ciao.